Ja. Also nochmal, wir stehen hier vor dem Hotel Komet und direkt darüber ist das Büro des Hausbesitzers und Rechtsanwalts Wolfgang Schröder. Wolfgang Schröder, der sich hier nicht raustraut, hat Besuch bekommen von den betroffenen Mietern und zwei Unterstützerinnen des Bündnisses Zwangsräumung verhindern. Und seine Antwort auf diesen Besuch ist, dass er eine Strafanzeige gestellt hat bei der Berliner Justiz, weil er bedroht worden wäre. Nicht Schröder ist bedroht. Das weiß er ganz genau, sondern auf der Grundlage des Eigentums an Wohnungen bedroht er die Lebenssituation, die Existenz einer ganzen Familie. Und wer das nicht... Nicht er ist bedroht, eine ganze Familie ist bedroht. Wir können ihm gerne helfen, vom Kopf wieder auf die Füße zu kommen. Ein solches Verhalten